Gegner sehe ich bis jetzt nicht. Aber ein Biwak. War eine Paketlieferdrohne. Das war eine Amazon-Drohne, die hätten wir abschießen können für Loot. Hätten uns nicht verstecken müssen. Ich glaube, die anderen, da wirst du auch vorgewarnt, aber wir wissen es halt nicht, wie es im Hardcore-Modus ist, wenn du dann das HUD ausgeblendet hast und auf Extrem spielst. Ja, das ist die richtige Hürde. Passt. Zugriff, Zugriff! Zugriff! FBI, open up! Hey, Herzkönigin. Weißes Kaninchen. Nomad. Josiah. Scheiße, Mann. Schön, dich über der Erde zu sehen. Sonst jemand aus deinem Trupp? Ein paar. Wir wurden getrennt. Mann, da haben wir ja richtig ins Klo gegriffen. Josiah, ich habe Walker gesehen. Er jagt unsere Soldaten. Bitte wen? Lieutenant Colonel Walker. Cole Walker. Hier. Kämpft gegen uns. Unmöglich. Ui, man kann auswählen, Leute. Glaub mir... Oh, es läuft sogar mit Zeit. Nee, dürfte ja nicht. Glaub mir, Walker ist ein Verräter. Ich habe es gesehen. Das zahle ich dem Bastard heim. Ja, er ist ein Verräter. Er hat sich gegen uns gewandt. So dürfen unsere Leute nicht sterben. Pflicht und Ehrgefühl teilen wohl das Schicksal der Dinosaurier. Also, was hältst du davon? Entweder Walker hat das Schiff versenkt, oder jemand, mit dem er zusammenarbeitet. Hier. So. Nachforschung. Warst du AFK oder hast du jetzt einfach irgendwas ausgesucht, bei dem du denkst? Achso, ich hab, ist ein Verräter ausgewählt. Hast du was ausgesucht? Ja, ich auch. Ich weiß halt nicht, ob das wichtig ist, dass man das gleiche auswählt. Glaube ich ja nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Beschäftigungstherapie. Ich glaube das auch, ja. So, kann ich hier auch wieder raus aus dem Menü? Nee. Achso, jetzt muss ich das erst noch lösen. Indem ich draufklicke. Wow. Ja, und dann geht's weiter. Jay Skell hat das Frachtschiff versenkt. Verdammt! Dieser Sack ist offenbar für alles verantwortlich. Ich spüre Skell auf. Ich traf ein paar seiner Angestellten. Mal sehen, was die wissen. Ich trommle noch Überlebende zusammen. Wir treffen uns bei Sammelpunkt Delta. Klingt gut. Bei Sammelpunkt Delta. Ja. Aber ist das jetzt da immer noch? Informationen über Jack Skell sammeln. Sprechen Sie mit Schulz. Schulz! 3,3 Kilometer. Schulz! Was ist denn hier? Ist drin ist noch eine Kiste. Base? Ja. Komm ich hier wieder rein? Kann man Quick Travel machen? Jo, kann man. Wir können einfach Schnellreise machen. Aber Kiste zuerst mal noch holen, ne? Genau. Fundstück. Hast du hier eine Kiste gesehen? Hier hinterm Haus. Die Fundstücke, das interessiert mich alles einfach so gar nicht, Alter. Ich will einfach nur die Hauptstory erstmal durchspielen. Wenn es mir dann gefällt, kann ich mir auch noch Nebenmissionen angucken. Ja. Dickes MG, Alter. Zack, zack. Und ich habe meine Mütze nicht aufgesetzt. Bis du noch einen Sonnenstich kriegst. Mhm.
So, haben wir jetzt aber irgendwo? Nö, haben wir nicht. Ach doch, da hinten. 3 Kilometer laufen, oder? Nee, wir können porten. Ach so. Das ist an der Base. Gehst auf die Map und drückst F. Da, an dem Punkt. Genau in der Mitte. Da sind wir. Die komische Höhle, wo wir gestartet sind. Ach hier, ja. Und F. Flupp. Kommt es mir so vor, oder... Was kommt es mir nur so vor, dass bei der Story die Story fehlt bis jetzt? Naja, das kriegen wir ja jetzt raus. Naja, also Oscar-reife Turbo-Stories darf man jetzt hier, glaube ich, nicht erwarten. Was eigentlich schon schade ist in Tom Clancy Games, aber erfahrungsgemäß ist in der letzten Zeit bei Obi die Story gut in den Hintergrund gerückt. Zugunsten von Shops und so. Achso, was ich gerade noch kurz sagen wollte, weil hier die einen schreiben, boah, zu viele Microtransactions, die nächsten schreiben, ja, man braucht die gar nicht und so. Ich sehe es ganz einfach so, es ist scheißegal, ob man es zum Spielen braucht oder nicht. Allein der Fakt, und wir können ja gerne mal reingucken, das wird ja wohl der Shop sein. Blaupausen, Zieloptik-Sets, optischer Scheiß, okay. Farben kann man drüber streiten. Aber guck dir an, was hier alles gibt. Wo war nochmal der Shop? Blaupausen ist dieses, ach, dieses komische Loot-Crate-Symbol da. Waffenblaupausen. Aufsätze kannst du kaufen. Fahrzeuge kannst du kaufen. Klamotten kannst du kaufen. Dann kannst du Farben kaufen. Dann kannst du irgendwelche Ingame-Credits kaufen, was der Burner ist. Anfertigungssets, also Crafting-Mats kannst du kaufen. Du kannst dir einen Season-Pass kaufen. Aber den haben wir ja tatsächlich. Und du kannst, gut, Booster sind jetzt nicht mehr drin, aber die waren zum Release drin, angeblich aus Versehen. Aber selbst die Tatsache, dass irgendwann Booster kommen, das alles zusammengerechnet ist für mich, der Fakt, dass es überhaupt drin ist, egal ob man es braucht oder nicht, ist schon schäbig genug, um zu sagen, nö, lass das Ding links liegen, kauft es nicht. Das ist meine Meinung dazu. Points dafür, verstehe. Lassen wir mal, ignorieren wir mal. Ja, ich ignoriere das alles. Wie gesagt, wenn man es so durchspielen kann, ist ja gut, aber dann macht es das doch nur umso weniger sinnvoll, dass es überhaupt im Spiel drin ist. Das so ist für mich einfach Käse. So, Ubisoft muss sich überlegen, wollen sie Microtransactions oder wollen sie DLC und Season Pass reinbringen? Man braucht nicht alles. Man muss nicht jede Art von Geldabzocke in ein Spiel reinprogrammieren. Vor allen Dingen nicht, wenn das Spiel so unfertig wirkt und ein astreiner Konsolenport ist. Was ich ja krass finde, dass oben jetzt trotzdem steht, Einsätze in der Nähe anheften, Tab. Aber ich habe Tab halt anders belegt, da müssen sie doch jetzt eigentlich die andere Taste anzeigen. Wer ist denn Schulz, Alter? Ist das nicht Schulz hier, der Typ mit dem... Steht nicht mal der Name drüber. Ich glaube, das ist Schulz. Ah ja. Hm? So. Haupteinsatz? Nur Haupteinsatz, ne? Genau. Los geht er. Mats, haben es die Leute vom Strand geschafft? Sie meinen Überlebende? Ein paar von den Leuten auf dem Boot kannte ich schon als Babys. Ich habe ihre ersten Schritte gesehen. Hat mein Bestes getan. Ihr Bestes? Sie haben uns ein Schiff versprochen. Marines. Und jetzt haben wir nur Leichen, die angespült werden und einen Grünschnabel, dem die Knie schlottern. Mats, dieser Grünschnabel hat viele von uns gerettet. Meine Tochter. Das ist keine Kleinigkeit. Mag sein. Aber das reicht nicht. Nicht in unserer Lage. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe Sergeant Major Hill gefunden. Wir haben vor, Jace Skell zu verfolgen. Wir werden ihn aufhalten und übernehmen diese Drohne. Einen Moment. Sie glauben, Jace steckt dahinter? Niemals. Er ist ein guter Kerl und mein bester Freund. Sentinel hat die Insel übernommen. Folgen Sie mir. Ich habe Beweise. Tja, ich habe dringendere Probleme. Meine Leute müssen sich auf das Kommende vorbereiten. Packen Sie mit an. Okay.
Aber Skell hat Priorität. Ach, der Dude. Nochmal drücken. Okay, Fox. Was haben Sie? Ich sage es Ihnen, Jace hat nichts damit zu tun. Es war ein Insider. Dieser schickte mir ein Video von dem, der bei Sentinel das Sagen hat. An der Südküste gibt's eine beschissen starke Brandung. Nicht fluchen. Echt jetzt? Verteilt Stone neuerdings Strafen fürs Fluchen? Frag ihn doch selbst. Captain Gibson, Captain Coleman, die beiden Soldaten, die ich sehen wollte. Mr. Stone? Operation Citadel ist ein herausragender Erfolg. Keine Kommunikation erreicht oder verlässt die Insel. Die Drohnenüberwachung ist aktiv. Und während Miss Puri da draußen die Herzen erobert, werden Sie sich um die Unruhestifter kümmern. Captain Coleman, bringen Sie diese Bauern unter Kontrolle. Es gibt hochmoderne Technologie, die ich gern nutzen würde. Klingt gut. Captain Gibson, kümmern Sie sich um diese terroristische Bombenlegerin und ihre Outcasts. Es sind nicht mehr viele übrig. Aber sie sind in ihrem Gebiet. Finden Sie sie, vernichten Sie sie. Sir, wie sieht es mit den Haftanlagen aus? Ich sagte vernichten, nicht fangen. Na, lieben Sie es nicht auch, im Südpazifik zu sein? Wie die Meeresbrise einen Hauch von Jasmin verbreitet. Fast wie in Savannah. Ich wünsche Ihnen viel Spaß da draußen. Wenn Sie einen Ghost aus einem der Helis sehen, dann erschießen Sie ihn. Jace steckt eindeutig nicht dahinter. Hören Sie, selbst wenn Sentinel allein verantwortlich ist, Ihr Freund hat die Kontrolle über Aurora verloren. Er hat das Frachtschiff versenkt und ich muss ihn finden. Er ist der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Gut. Also schön. Er hat eine Villa hier in den Hügeln. Der Türcode ist 120386. Geben Sie ihm eine Chance, mehr will ich nicht. Wo war das eigentlich? Wo konnte man sich das freischalten, dass man sich einen rufen kann? Im Shop, war. Sich einen rufen, das klingt auch so ein bisschen. Ich gebe mir erstmal einen rufen, Alter. Ja. So per Lufttransport. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war im Shop. Aber ich denke mal, dass da wohl jedes Mal hoffentlich Fahrzeuge stehen draußen. Nee. Ich glaube, in der Beta war das nicht so. Raids. Die Raids. Mhm. Gucken wir mal in Long Rally. Müsste eigentlich da unten sein. Ich weiß es nicht, wenn du hast ja gesagt, das gab es in der zweiten Beta dann schon. Die Mission. Also die Mission haben wir noch gespielt, das weiß ich. Okay. Tropf, Tropf. Sound ist ja auch ganz komisch. So. Ich glaube, es ist keiner da. Flaming Hot Chat bei mir, Alter. Die Diskussion bei dem Game sind real. Nice, es ist respawned. Sehr gut, du fliegst wieder. Gerade schon Luca, gesagt. Du machst das so gut. Ich hab's schon gesagt, deine Zuschauer sind so voll auf, ich möchte jetzt diskutieren zum Sonntag. Anstatt naja, gut, aber bei mir sind auch 110 Leute da. Also das steigert natürlich die, ich weiß nicht, wie viele bei dir gerade so rumhängen. Mm. Aber je mehr Leute, desto eher die Diskussion, das ist ja klar. Na. Ist ja auch völlig okay. So. Meine Meinung dazu mal in einem Video fertig und gut ist. Ja. Dann düsen wir mal im Sauseschritt. Ja, finde ich gut. Ja, das, wo du gerade drauf zufliegst, ist das, wo wir hin müssen. Ach so. Dann lande da vorne rechts irgendwo. Man kann im Heli nicht vernünftig pingen, Alter. Lande einfach ein Stück abseits, hinter der Brücke hier oder so.
genau. Ey, die Grafik sieht richtig schäbig aus, wenn man fliegt, Alter. Krass. Ja. Butterweich ist er gelandet. Das stimmt, die Grafik ist da echt nicht die geilste. Und da sind Gegner auch. So, eigentlich könnten wir doch mal. Also. Drohnenmäßig markieren. Auf jeden Fall erstmal scouten. Na, kleinen Moment noch eins. Sorry. So, gucken wir doch mal. Bum, 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 bum. Achso, man kann die dann nicht. Stimmt, haben wir ja ausgeschalten, dass wir die markieren. Okay, beim Heli 2. Oh, da ist aber ein dicker. Kann man die jetzt hier mit der Drohne in dem Modus auch noch markieren? Bestimmt, nee. Ne? Okay. Ah, dann müssen wir das so machen. Also ich würde ja fast sagen, am sinnigsten wäre, sich ein bisschen aufzuteilen. Vielleicht so einer links, einer rechts rein. Guck mal gerade, ob ich irgendwo einen Zugang finde. Man kann da bestimmt über den Zaun rüber, ne? Ich würde aber... Oh, ich könnte hier unten am... Ich glaube, ich würde am... dort reingehen. Das ist ich würde tatsächlich da reingehen. Warte mal, wo würde ist passen. Da oben? Okay, der, dann lass mich mal vorher ein bisschen außen rum. Ich gehe von unten rein, am Pool. Und dann versuchen wir es irgendwie... Ja, und so ich würde dann rechts rumgehen, genau. Okay. Zu den Helitypen. Meine Markierung natürlich wieder weg. Huch. Ich hab Schnee im Gesicht. Mich nicht, wenn ich da jetzt hin sprinte. Guck mal, das sieht jetzt zum Beispiel wieder geil aus. Wenn man am Boden ist, sieht die Grafik teilweise echt ganz gut aus. Das ist sehr inkonsequent, die grafische. Ich höre hier Schafe. Ich hoffe, die sehen mich hier jetzt nicht. Die sehen mich nicht. So, ich bin in Position. Kann ich den nicht looten? Ich kann den Schafbock nicht looten. Warte, nee, du musst einfach nur drüber rennen. Okay, ich steck in der Wand, Alter. Wenn das nicht Tarnung 1.0 ist, weiß ich es auch nicht. Genau davon rede ich, Alter. Das ist ein AAA-Game mit einer Deluxe-Version für 130 Euro und mein Dude ist in der Wand. Er ist einfach in der Wand drin. Hey, tut mir leid. Nicht, halt. Erst Game fixen, dann Geld wollen. Das ja. ist meine Meinung dazu. Wäre ein Anfang, okay, ja. Also ich bin bereit, sobald du es bist. Der geht gerade wieder, ja. Bis jetzt habe ich hier keinen Gegner. Oh. Hä? Wieso ist meine Knarre so laut? Ich hab da einen Schalli drauf. Ja. Haben sie dich entdeckt? Okay, die wissen aber nicht, wo du bist, oder? Jetzt habe ich einen Schalli einfach drauf. Nee, wissen sie nicht. Noch nicht. Wahrscheinlich wissen sie es gleich. Oh. Was? Wo denn? Da, okay. Ja, soviel zum Thema Stealth. Ja, sorry, ich hab das gerade, glaube ich, ein bisschen mit dem Schalldämpfer. Ich dachte, der Schalldämpfer war noch drauf, aber war er nicht. Ist er nicht? Wie kann man den drauf machen? Steht unten. Unten links steht, welche Knöpfe was sind. Bei mir ist das, glaube ich, T. Und dann ist er durchgestrichen, wenn er nicht drauf ist. Und ach ja, was T. ist? Hier kommt er nicht durch. Geiler Elite-Soldat, kann sich nicht zur Seite drehen. Amazing. Ah, jetzt habe ich auch drauf. Guter Hinweis. Okay, ich fotografiere erstmal die Zeitung. Okay, also man hätte hier wahrscheinlich den einfach leise ausschalten können und dann wegtragen und so. Hey, die haben mich... Ich wollte gerade sagen, die haben mich nicht gesehen, aber rennen trotzdem zu mir. Was? Ne, haben mich noch nicht gesehen, also die sind nur auf Alarm. Oh, Alter, ey. Ich bin down. Die Maussteuerung absolut nicht klar, Alter. Warum komme ich hier nicht drüber? So. So, jetzt hängt er hier eine Hecke fest, oder was? Das gibt's doch nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier liegen bleibe? Die da unten sind weg. Ich sehe die gar nicht, wo sind die? Sind die bei dir in der Nähe, oder? Ich hab keine Ahnung. Hier steht so ein Fettplops mit einer Gatling. Direkt auf meiner Leiche. Wie er verwirrt, er guckt. Komm, lad nach. Lad nach!
Boah. Nein, da kommt noch einer und ich lade gerade nach. Ja, aber ganz ehrlich, das war halt auch wirklich ein Arsch, weil ich dachte, der Schalli ist noch drauf, war aber nicht. Da hab ich gepennt oder ich wusste nicht, dass der den immer wieder abnimmt. Warte. Steh auf. Schieß. Boah. Ich glaube, das waren alle. Bist du noch am, lebst du noch? Ich hab jetzt Respawn gedrückt. Ich konnte irgendwie bei dir wieder spawnen. Hat er mir gerade angeboten. Okay, ich spawn halt unter der Erde. Oh, das hört sich nach Drohne an. Ja, ich bin unterm Level. Aber es ist gut, dass wir gerade drüber gesprochen haben, dass Spiele immer mehr Geld kosten zu programmieren. Triple A, meine Freunde. Triple A. Das ist Triple A. Triple A. Ich glaube, ich gehe gleich sofort los und kaufe mir nochmal ein paar Ingame-Skins und so für das gute Spielerlebnis. Das heißt, du bist jetzt... Bei mir bist du ich da bin oben. Jetzt wieder da. Er hat mich halt nur einmal kurz unter die Map gepackt, damit ich mal sehen kann, wie die Grafik von unten aussieht. Und jetzt geht's halt weiter. Die Radieschen von unten quasi. Hier sind noch Gegner, was? Irgendwer hat mich direkt wieder gesehen. Da. Vorne? Okay, bei den Drohnen merkt man dann schon, dass die ein bisschen mehr aussehen. Nochmal nachladen. Okay, es gibt wohl keine Stage Reloads. Ich will nicht überqueren, dann springt er da runter. Ist down. Ja. Tötet alles, was sich bewegt. Hast du die ganzen Dinger hier fertig? Vielleicht und eingesammelt alles? Nee. Guck grad noch, wo der Gegner ist. Welche Dokumente uns einsammeln hier? Es ist aber noch Action-Mucke, also sind wahrscheinlich noch irgendwo Gegner. Ich höre auch irgendwo welche rumlaufen. Bist du unten am Pool? Ja. Gut, ich gehe mal oben rein. Handschuhe. Ja, genau. Handschuhe, Hosen, das ist wichtig. Ja. Wenn schon sterben, dann hübsch. Ist so. Da draußen noch. Granatapfel. Also, oben sehe ich keinen. Die waren, glaube ich, draußen. Also, es waren noch welche draußen. Außerhalb vom Compound. Nette Hütte. Auf jeden. Auch gut gelegen. Schön oben am Hügel kann man auf den Pöbel herabschauen. Irgendeine Gillyhose gefunden. Fundstück nehmen. Ah, hier ist der Laptop. Okay, ich hack das Ding mal. Oder was auch immer er da treibt. Jetzt die Mucke weg. Aha. Ah. Hallo. So. Sehen sich die Aufklärungsdaten an. Das ist jetzt doch wieder hier. Haben wir eigentlich schon wieder Fähigkeitspunkt. Achso, ich brauche aber zwei für das, was ich leveln will. Handschuh. Mission, da müssen wir doch jetzt wieder hier da reingehen. Und Aufklärung, ungelesene Aufklärungsdaten. So. Hat das jetzt gereicht? Scheint nicht. Müssen wir das extra öffnen? Das ist eine Base. Hauptsache erstmal motzen, Alter. Das ist eine Base, so. Aber, ah, jetzt habe ich sie gelesen. Okay. Jack Skell finden. Ändert sich jetzt das Missionsziel? Ah, Drohne plus 1, Fernglas plus 1. Scale Credits 1000. Einsatz abgeschlossen. Okay. Hier waren da noch Typen. Irgendwo. Das Gefühl, dass wir die ganze Zeit zu gehen. Rein, alles abknallen, irgendwas anklicken, raus. Kannst du anhelfen? Nö. Blick mir nichts vor. Mir klappt das irgendwie nicht. Oh, Skillpunkt. Sehr gut. Dann nehme ich hier mal den zusätzlichen Vorteilsdingsbums. Flup und dann. Haupteinsatz. Man kann das auch im Menü noch machen. So, finden Sie das Fan-Bock-Testgebiet. F2 annehmen. Flup. Halt wirklich kompletter Kern. Stellen Sie den Fan-Bock-Testgebiet gegangen. Befinden sich südlich im Teil der Region Fan-Bock. Ja. So, wo ist denn Fan-Bock? Wir mal rein. Da oben. Südlichen Teil, 100% da. Alter, ist man nicht rauszoomen? Man kann rauszoomen. Hä? Doch. Okay, auf einmal kann ich rauszoomen, vorher nicht. Läuft.
Ich glaube, ich habe schon markiert, da wird das sein. Da. Mhm. Das ist ja so eine Base. Ja, könnte sein, dass das das ist. Landen wir da irgendwo? Ist unser Heli noch da? Bestimmt. Ja, wir können ja auch sonst Quick Travel in die Mitte machen und von da aus fliegen. Aber wir sind ja nicht gestorben, also. Müsste eigentlich noch dastehen. Ich bin gestorben. Und dann, unter der Map sich jetzt immer noch wieder gespawnt. Was? Wo? Irgendwas hat uns da gesehen. Hm? Zeit erstmal einen Zettel anzukriegen. Hab ihn. Das war, glaube ich, der eine, wegen dem die Musik da noch da war. Die Weste. Ja, der hier ist da. Passt. Ja, du, so wird es auch sein, so wird's auch sein, dass du von Mission zu Mission einfach rein Rush B und dann Wir werden's sehen. Wir werden's sehen. Wir sind ja hier, um das Spiel zu zeigen.